Sel? Muss ich jetzt noch mal zum Grab, oder? Oh! Sel, bist du das? Ich bin das. Du hast Frieden gefunden. Warum sieht dein Geist so aus? Wie ist das möglich? Da sind so viele Dinge, die ich dir erzählen möchte. Die Pyramiden. Oh, eine von ihnen glüht jetzt. Das ist mehr als das, was Todd in seinen Notes geschrieben, also in seinen Unterlagen geschrieben hat. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Okay, Norden. Oben, weiß ist links, schwarz ist links, unten ist weiß. Achso, ich muss das klicken, oder was? Ich muss das klicken, volles Deutsch. Das ist auf jeden Fall Norden. Also sollte ich, ich kann aber nur eins anklicken. Sollte ich wahrscheinlich das anklicken. Dann das. Und das. Und das. Und das und das. Okay. Gut, das war jetzt nicht besonders schwer. Du hast es geschafft, Ash. Oh, ich bin wieder hier. Also, dann auf zur nächsten Tür. Muss ich dann hoch? Moment. Achso, nee, dann bin ich bei dem... Ja doch, dann bin ich da durch die Tür gegangen. Durch die zweite bin ich eben gegangen, also durch die dritte dann jetzt. Papa, wann wird Mama aus dem Krankenhaus entlassen? Denkst du, dass sie mich auch mit dem neuen Gesicht mag? Hä? Gottverdammt, Sel. Können wir das heute nicht machen? Lass mich machen. Ich vermisse sie. Sie ist tot. Sie ist verdammt nochmal tot. Mama wird nicht mehr nach Hause kommen. Was ist mit dem Mann mit dem Hundegesicht? Ich bin darüber hinweg. Niemand glaubt mir. Aber ich sehe den Mann mit dem Hundegesicht. Oder ich sehe den Hundemann. Das reicht, Sel. Ich habe das Pinke gewählt, weil das Mams Lieblingsfarbe war. Ich hoffe, ihr gefällt es, wenn ich es anhabe. Der Arme. Und der Vater versteht gar nichts. Ich habe nach diesem Ort gesucht. Wie sieht der denn jetzt aus? Ich habe so viel Zeit da drin in diesen Wäldern verbracht. Auf der Suche nach dem, was real ist und was nicht. So dass ich meinen, meine Realität nicht verloren habe, meinen Kopf nicht verloren habe. The Council went to great lengths covering it up. They had hidden it. Also die haben den Wald wohl mit einem Zauber belegt, so wie sie es genannt haben. Also the Council wird wahrscheinlich dieser Zirkel sein, denke ich mal. Sicher haben sie Magie verwendet, die sie nicht verstanden haben. Das macht Sinn. Ich dachte, ich muss höflich sein. Das ist ein sehr, keine Ahnung was, Weg, um Magie zu erklären.
wie auch immer, du hast einige versteckte Dinge um dich herum. Die zweite Pyramide ist hier. Okay. Oh, jetzt kann ich mich mal nach oben bewegen. Okay. Da kann ich also was eingeben. Okay. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Okay. Also, da sind zwei. Was ist das? Okay. Glaube. Ich denke, ich hoffe. Aber da fehlt was. Ich denke mal, dass man dann die Monde dafür nehmen muss. Also rechts oben und dann unten. Probieren wir einfach mal aus. Es wird auch weiß. Oh, okay. So, wir hatten noch ganz am Anfang hatten wir jetzt auch noch so ein Ding. Da müssen wir jetzt rechts oben weiß und unten schwarz. Wo waren das hier da? Ach, die verändern sich dann, okay. Okay. So ein Mist wieder. Ja, so ein Mist. Wenn ich den mache, geht das mit. Und wenn ich das mache, geht das mit. Dann müsste ich. Perfekt. Ein weiterer leuchtet auf. Beeil dich, Ash. Ich werde langsam stärker. Du siehst nicht so toll aus, Cell. Also lass uns wieder zurück ins Normale holen. Ins Normale holen. Wo sind wir denn jetzt? Im Westen, ne? Links hatte ich angeklickt, glaube ich. Das heißt, das und das. Also für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, ich richte mich immer nach dem Zeichen, die oben sind. Wir sind jetzt im Westen, deswegen habe ich mit dem hier angefangen, wo das Weiße links ist. Und dann habe ich, wo das Schwarze oben ist und wieder das Weiße links ist und so weiter. Und das hat auch funktioniert. Okay, seine Haut hat er scheinbar schon mal wieder zurück. Ging jetzt recht fix gerade. Aber das erste war wirklich abartig lang. Also da, sorry, dass ich da so einen Cut gemacht habe, aber da wäre ich selber nie drauf gekommen. Bin ich ganz ehrlich. Bist du bereit für deinen ersten Schultag, Sally? Ich weiß es nicht. Es wird Spaß machen. Ach so, das ist die Mutter. Du wirst eine Menge Kinder in deinem Alter kennenlernen und eine Menge neue Freunde machen. Aber was ist, wenn sie mich nicht mögen? Das ist unmöglich. Du bist der coolste Junge, den ich jemals getroffen habe. Ich? Natürlich. Ich will dich nicht verlassen, Mama. Du brauchst keine Angst zu haben, mein Lieber. Die Lehrer werden gut auf dich aufpassen. Und ich bin wieder hier, wenn du zurückkommst. Ich liebe dich. Ich liebe dich mehr, Sally. Vergiss das niemals.
Ich dachte jetzt schon, jetzt sind wir in der Schule. Okay. Ach, das bin ich? Hä? Okay. Ach, ich habe vergessen, was Cave heißt. Also sind wir hier am Wendigo Lake? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist, dass er so groß war. Andere Illusionen kreieren. Hä? Ach so, eine weitere Illusion bei deinen Liebsten, ja, bei deinen Vorlieb, von deinen Vorlieben kreiert. Wow, war das ein Joke von Mr. Seriös? Nein, ich bin's, Jim Johnson. Oh, okay. Ich werde die letzte Pyramide suchen gehen. Oh, Guts Peak, keine Ahnung. Ich denke mal, viel Glück soll das wohl heißen. Okay, das ist toll, dass die mal aufleuchten, aber ich kann damit ja eh nie was anfangen. Ach so, da kann man rein. Haha. okay. Halt, stopp. Hallo. Was war denn das jetzt? Wow, geh zurück, Dude. Tyler Gray sagt mir jetzt gar nichts. Ich bin tougher, als ich aussehe. Ich habe keine Angst vor dir und werde dich, ja, niederschlagen. Hey, ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ich suche nur nach etwas, was ich verloren habe. Tun mir das nicht alle? Also, du versuchst besser gar nichts. Ich beobachte dich. Ich verspreche, dass ich nichts tue. Mein Name ist Sal Fischer. Tyler Gray. Also, was tust du in diesen... Ach, Caves sind Höhlen, glaube ich, ne? Was tust du in diesen Höhlen, Sal Fischer? Außer, um Leute herumzuschleichen. Ich wollte dir gerade die gleiche Frage stellen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dich jemals hier in Nockfell vorher gesehen zu haben. My relatives are from here. Also meine Verwandtschaft, würde ich jetzt sagen, kommt von hier. Ich habe es noch nicht sehr oft besucht. Aber mein Großvater ist verschwunden. Unglücklicherweise passiert hier eine Menge. Ich hoffe, ihn hier zu finden. Nee, Moment, hä? Ich hoffe, ihn hier zu finden? Das hat er doch gerade gesagt. Ich hoffe, du findest ihn hier wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gerade nicht mal, was da stand. Danke, mein Großvater war fasziniert von diesen Höhlen. Er hat mir erzählt, dass einer unserer Vorfahren alle diese Malereien gemacht hat. Er sagt, dass sie davor warnen, also vor einem hungrigen Biest warnen soll, das hier auf dem Land lebt. Hast du eine kleine Metallpyramide gesehen? Eine kleine Metallpyramide? Ist es das, also ich denke, das ist das, was du verloren hast? Ja. Ich habe leider nichts gefunden, tut mir leid. Was ist mit einigen Tourney, keine Ahnung, Hexagons? Du bist eben noch draußen gewesen mit einer Maske auf. Hast nach Schlangen gesucht, oder? Also, es tut mir leid. Ich kann ja mit deiner Geometrie nicht weiterhelfen. Hä? Was für eine Geometrie? So, mit der Höhlenmalerei kann man jetzt nichts machen. Aber ich kann an ihr vorbeigehen, okay. Okay. Was mich irritiert, dass man hier keine einzige Höhlenmalerei untersuchen kann oder so. Ah, da ist was.
kann ich aber auch nicht draufklicken. Oh, okay. Ach, schon wieder so ein Rätsel. Ach, nö. Das bewegt beide. Das bewegt die beide. Das ist jetzt blöd. Das bewegt die beide. Oder? Moment. Ah, doch. Ich verstehe immer noch nicht, was mit dem dritten Teil passiert. Ich verstehe immer noch nicht, was passiert ist, aber das dritte Teil ist nun aktiviert. Wird dich das zurückbringen? Mein Geist wird in der Lage sein, zu interagieren, aber mein Körper kann nicht zurückgeholt werden. Bist du sicher? Die Prophezeiungen sind sehr vage, aber ich denke, dass du eine physische Form annehmen wirst. Ich bin mir über nichts sicher. Okay, lass mich die letzte Pyramide benutzen. So, das ist jetzt der Osten. Hell? Verdammt. Ich hatte erwartet, dass es dich zurückholt. Bist du okay? Es schmerzt. Da gibt es noch einen anderen Teil in Todds Unterlagen. Also in Todds Notizen. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was das für einen Sinn ergibt. Es tut mir so leid, Cell. Ich habe schon wieder versagt. Du verdienst Besseres als das hier. Du verdienst Besseres als mich. Warte, ich denke, ich weiß, was es bedeutet. Ich weiß nur, was ich tun muss. Nicht... Ich würde mit Freude für dich sterben, wenn das bedeuten würde, dass du leben kannst. Das hier ist die Chance, dass ich alles wieder gut machen kann, was ich angestellt habe. Nicht. Geh und rette sie, Sally Face. Ich hoffe, wir treffen uns wieder. Ash, nein!